Jo Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Heute Leute zeige ich euch auf jeden Fall mein Setup und wie ich streame, denn ich wurde so öfter gefragt, wie ich halt immer so Livestreams mache und ich habe halt gesagt, dass ich bald so ein Video machen werde. Auf jeden Fall, mein Cousin filmt hier gerade hinten, aber ich sage auf jeden Fall nicht seinen Namen, denn er will es nicht, auf jeden Fall. Und Leute, ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mal direkt und zwar, ja, erstmal kommen wir zu meinem Setup, Leute. Und zwar, die meisten kennen es, und zwar den Ferrari-Kopfhörer. Okay, und das auf jeden Fall, mein Mikrofon, den habe ich damals bei meinen alten Streams immer benutzt, zum Beispiel bei meinen Roblox-Streams und so weiter. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt ein bisschen zu meinem PC und so weiter. Auf jeden Fall, dieser PC heißt auf jeden Fall Lega, genauso wie mein Partner auf jeden Fall Felix. Und ja, auf jeden Fall, dieser PC hat ungefähr 1200 gekostet. Den habe ich von meinem Vater bekommen, denn ich habe eine gute Note geschrieben. Und auf jeden Fall, das habe ich sogar gestern in der Garage gefunden von mir. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Ich habe das einfach so genommen, weil das soll halt einfach so chillig aussehen. So. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal hier auf jeden Fall zu meinem Monitor. Dieser Monitor, der ist zwar etwas alt und man kann da halt so keinen Ton von dem hören, nur mit den Kopfhörern, sonst kann man da keine Musikbox oder sowas dran machen. Das ist halt etwas blöd so, aber ja, auf jeden Fall. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Thema Streaming. Auf jeden Fall, Leute, was ist meine Facecam, wie streame ich und so weiter und so fort. Das wurde ich auch sehr oft gefragt. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal. Auf jeden Fall, Leute, dieses kleine Handy da, das ist meine Facecam. Ja, das ist wirklich meine Facecam. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal, wie das geht. Und Leute, erstmal, falls ihr euren Handy, also als Facecam benutzen wollt für eure eigenen Streams, falls ihr streamt, diese App heißt auf jeden Fall IVCam. Auf jeden Fall, den Link kann ich euch gerne in der Videobeschreibung verlinken, direkt zur App. Und ich würde sagen, Leute, ich zeige euch das Ganze auf jeden Fall mal, wie das geht. Und auf jeden Fall, Leute, ich habe hier gerade mein Handy geöffnet, zum Beispiel. Oh Gott. Warte kurz. Und zwar, Leute, ich habe jetzt gerade meine Facecam angemacht. Und zwar, zum Beispiel, das kannst du gerne mal filmen. Hier ist gerade meine Facecam und auf dem PC sieht man das auf jeden Fall auch. Das ist also, wie gesagt, meine Facecam. Ich habe das mit dem Ladekabel so verbunden. Also direkt auf meinem PC so, dass es dann halt besser geht so. Weil wenn man das halt so mit Bluetooth macht, dann ist es halt ein bisschen schlecht so. Da kommt manchmal Werbung, aber das ist nicht so schlimm. Und auf jeden Fall, ich wurde halt auch öfter gefragt, ob ich einen Legato benutze oder generell, wie ich auf meinem PC so streame. Ich kann euch das Ganze auf jeden Fall auch zeigen, aber erstmal, tut mir leid, Leute, ich muss das kurz hier alles mal kurz wegmachen. Okay, auf jeden Fall, Leute, ich mache das Ganze, also zum Beispiel, Leute, das ist mein Overlay. Auf jeden Fall, und hier ist gerade, wie gesagt, meine Facecam. Ich kann auch da meine Hand machen. Man sieht es auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall von JC Maxi gemacht worden. Auf jeden Fall, da sieht bestimmt auch das Video. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dafür. Und auf jeden Fall, ich zeige euch das Ganze jetzt, wie ich da meinen Bildschirm so halt mache. Und zwar, ich denke, immer wenn bei diesem Overlay das ist, dann nehme ich immer mein Tablet, weil das ist halt besser so, weil das halt so, wie sagt man das, quadratmäßig. Und ich habe für mein Handy auch ein anderes Overlay. Das ist einfach nur so ein ganz normaler Hintergrund. Ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal und diese App, womit ich das auf dem Computer verbinde, das heißt auf jeden Fall 5K Player. Das ist ganz einfach zu installieren. Dafür gibt es auch so Tutorials auf YouTube oder ihr könnt mich gerne fragen. Da kann ich auch so ein Tutorial machen. Und ich würde sagen, Leute, ich zeige euch das Ganze mal auf jeden Fall. Aber Leute, falls ihr euch diese App installiert, das kann manchmal zu Lags kommen. Und zwar, Leute, ich habe mich jetzt verbunden. Gleich sollte das hier auf jeden Fall angezeigt werden. Okay, das ist auf jeden Fall da. Und jetzt müssen wir das einfach nur noch anmachen. Warte mal kurz. Und da ist es auf jeden Fall. So mache ich das auf jeden Fall. Das ist gar nicht mal so schwer. Und ja, auf jeden Fall, jetzt kommen wir, also warte mal ganz kurz. Erstmal, Leute, das Ganze ist besser halt, wenn ihr einen PC habt, so mit 5K Player. Ansonsten geht das halt nicht so gut. Man muss halt einfach nur 5K Player schreiben. Da muss man das auf diesen Link da gehen. Und dann kann man sich das Ganze hier auf jeden Fall installieren. Und Leute, auf jeden Fall, wie die meisten wissen, habe ich jetzt schon die 1000 Abonnenten erreicht. Auf jeden Fall an alle, die mich abonniert haben. Auf jeden Fall, ich habe wie gesagt ja jetzt schon die 1000 Abonnenten erreicht. Und bald werde ich auf jeden Fall auch so einstellen, dass meine Spenden angezeigt werden. Und dazu kann ich auf jeden Fall auch mal ein Tutorial machen, falls euch sowas interessiert. Und ja, die meisten fragen mich halt so, wie kann man unter 1000 Abonnenten zum Beispiel live streamen. Und ja, das ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, wenn ihr hier auf YouTube geht, auch bei eurem PC, dann könnt ihr hier euren Titel schreiben. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt einfach mal Hallo. Und dann mache ich hier diese ganzen Einstellungen, zum Beispiel die Videobeschreibung, das Thumbnail und so weiter und so fort.
dann klickst du halt einfach auf Speichern, aber ich speichere das kurz nicht, weil sonst wird das Ganze angezeigt und dann können alle denken, dass ich jetzt einen Livestream mache. Und ja, das Ganze ist eigentlich nicht so schwer. Ich kann euch das Ganze mal auf jeden Fall zeigen. Ich gehe einfach mal kurz auf YouTube. Ich gehe mal hier auf Livestream starten und dann gehst du hier auf Stream. Und dann kannst du hier diese ganzen Einstellungen machen, so streame ich halt. Und ich streame halt auch über die App OBS auf jeden Fall. Ja, die meisten kennen das auf jeden Fall von anderen YouTubern. Und ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe zu zeigen, aber ich denke eher nicht. Und ja, auf jeden Fall, das Ganze ist jetzt eigentlich auch fertig. Das war nicht so ein langes Video, glaube ich. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das war mein erstes Video, wo ich mich richtig gezeigt habe. Und ja, auf jeden Fall, falls ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir einfach auf Insta oder so, falls ihr das habt oder beim Community Post öfters oder so. Und ich würde sagen, ja, ich beende dann das Video. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, für weitere Fragen schreibt gerne in die Kommentare und ich würde sagen, ciao. Ich wollte auf jeden Fall nur noch mal kurz erwähnen, das Ganze war auf jeden Fall für die Leute, die einen PC haben und sich so für Streaming auf dem PC so interessieren. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal kurz sagen, weil ich würde sagen, das war's.